Hey Ghostmoker-Freunde, wir melden uns seit 4 Monaten mal wieder zurück. Ich und Niklas sitzen mal wieder hier und testen für euch neue Dinge aus. Genau, uns hat ein Paket erreicht von Hooker Fruits. Und zwar, das ganze Video ist von denen gesponsert. Wir haben hier 5 Dosen Tabakersatz bekommen. Und zwar, es ist kein Tabak drin, es ist kein Nikotin drin und kein Teer. Es besteht aus kompletten Früchten. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, dass der Tabak nicht, oder besser diese Früchte nicht verbrennen oder sonstiges. Aber vom Geruch her schon was. Schon extrem. Also genau. Wir haben jetzt einmal hier Blaubeereis, Orange Creme, Mangoeis, Orange Minze und Erdbeere. Genau. Also allgemein die Brenndauer soll in Ordnung dort angegeben 3 Stunden aktuell bedeuten. Genau. Und wir probieren es jetzt aktuell mal mit 2 verschiedenen Köpfen aus. Genau, einmal mit dem Ocean Funnel. Rauchen wir gerade den, oder haben wir den Blaubeere-Eis rein. Vom Geruch her eine Blaubeere-Explosion von dieser Frucht her. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie sie das mit dem Eis hinbekommen oder mit diesem Creme. Das ist echt, genau. Und das ist ein cremiger Aroma oder so. Ich denke mal, mit irgendwelchen Aromastoffen, aber eben wegen dem THC-2-Thema ist das Eis immer noch am interessantesten, wie die das hinbekommen und ob es auch wirklich so schmeckt, wie es an sich riecht. Genau, das Ganze rauchen wir in der Cyborg Coquette. Genau, wie gesagt, in den Funnel von Ocean. Und auf meiner Seite steht einmal die Galaxy Hulka Moskau mit einem ganz normalen Amy Merloch-Kopf und ein Butcher oben drauf. Und jetzt gucken wir mal, wie es allgemein diese Früchte sich in den beiden Köpfen jemals. Genau. In der rauchen wir Erdbeere, genau. Kann man auch nochmal kurz schnuppern. Aber es ist wie gesagt eine Explosion von diesem Geruch, von diesen Früchten. Und ich kann es euch mal zeigen, von der Hand, von der Orange, da sind halt wirklich Früchte drin. Da ist kein Tabak, gar nichts drin. Ihr werdet es vom Kopfbau her in der Nahaufnahme sehen, dass da wirklich kein Tabak drin ist. Das besteht wirklich nur aus Früchten. Und an sich, wie gesagt, die Erdbeere sieht einfach so aus, als würde man eine Erdbeere einfach nur in krümelige Scheiben geschnitten haben, in irgendeine Molasse eingelegt haben und so sieht das dann wirklich dann aus. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir die Kohlen auf und dann sehen wir uns beim Rauchen. Die Kohle ist jetzt auf den Pfeifen drauf. Wir warten jetzt bis es heiß wird. Genau. Dazu können wir jetzt nur sagen, es sind nicht die einzigen Sorten, was es da gibt. Und zwar gibt es da einige noch. Also wir haben jetzt 5 Sorten. Und wir haben hier noch Kirsche, Mango, Minze, Pfirsich, Traube, Ananas, es gibt Erdbeere, sogar Karotte. Also, Genau, weil da gibt es noch mal ein Buch, da wird alles erklärt, wie mein Kopf baut, allem drum und dran, wie 7-10 Gramm in den Kopf rein. Hier müsste irgendwo Karotte auf jeden Fall drin stehen und auch gibt es auch die Größen, was es für Arten gibt, also ob 50 Gramm, 100 Gramm, 250 Gramm oder direkt ein Kilo von dem Zeug. Genau, und 100 Gramm, also wir haben hier die 100 Gramm Dosen, die 100 Gramm Dosen kosten 14,90. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Kilo, 250 oder so, ich weiß jetzt leider nicht auswendig aus dem Kopf, wie viel das kostet. Aber ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den ersten Zug. Wir haben die jetzt 5 Minuten stehen lassen und dann nehmen wir mal den ersten Zug. Wow. Also. Schmeckt halt, wie es riecht. Voll. Also ich muss ehrlich sagen, und die Erdbeere schmeckt wirklich. Wirklich. Ja, das ist auch ziemlich heftig. Also ein Pfanne braucht zum einiges mehr als zum Meerloch. Ich kann mal probieren, vielleicht die Kohle mal ein bisschen in die Mitte reinzulegen. Ich rieche jetzt einfach nochmal und ziehe dann danach nochmal, weil ich glaube, das riecht einfach so, wie es schmeckt. Also ich muss echt sagen, bei dieser Blaubeere extrem geil. Es ist wirklich einfach geil.
es riecht, wie es schmeckt. Man merkt die Eisnote jetzt nicht extrem. Sie ist da im Hintergrund, aber ich finde es geil. Also wirklich geil. Also bei der Erdbeere auch, als würde man wirklich frische Erdbeeren essen. Ich finde es krass, dass man wirklich gerade Früchte, also echte Früchte raucht, so wie es draufsteht. Und die so einen enormen Geschmack haben. Genau. Ich war erst am Anfang wirklich skeptisch, ob das wirklich so funktioniert, auch vom Geschmackstechnischen. Und vom Verbrennen her. Genau. Das richtig. Ist wirklich, vor allem beim Pfannenletzer, ob der Tabak oder besser diese Früchte nicht so schnell verbrennen. Richtig. Aber null, also wir haben es ja 5 Minuten stinkt lassen, man merkt kein Brücken oder sonstiges, man merkt auch, also ich finde jetzt nicht, dass man merkt, dass da kein Nikotin drin ist. Nee, also wie fehlt es nicht, würde ich sagen. Es macht Spaß zu rauchen, das schmeckt verdammt geil. Vor allem wenn man weiß, dass das Früchte sind. Ja, das ist voll der Brain. Das ist crazy. Ja, das ist ja, pass auf, dann gebe ich dir jetzt einfach mal die Erdbeere. Und du rauchst mal diese Blaubeere. Ja. Vorsicht, das ist ein wenig rutschig mit diesem Glasmundstück. Ja, ich hab's richtig. Ja. Boah, krass. Das ist Erdbeere geil. Also wirklich, ich habe noch nie eine gute Erdbeere geraucht, aber ich muss sagen, diese Erdbeere von Hooker Fruits, bombastisch. Also echt geil. Es riecht, wie es schmeckt. Das ist also geil. Komplett neutral, subjektiv betrachten wir das natürlich. Ich muss sagen, die Blaubeere schmeckt wie eine Blaubeere. Und die Eisnote ist hinten im Gaumen so ein bisschen zu spüren. Man kann nicht wirklich viel darüber sagen, also so schnitttechnisch oder so, geht halt nicht darüber, was ein bisschen zu berichten. Wir können jetzt versuchen. Es sind halt wirklich komplette Früchte. Deswegen, das ist komplett unterschiedlich von Frucht zu Frucht. Bei einer Orange ist halt eine komplette Orange drin. Oder halt eine Scheibe von einer Orange. Deswegen. Das ist Wahnsinn, ja. Also dass man wirklich gerade echte Früchte raucht. Das Ganze kommt aus Australien, hat auch verschiedene Zertifikate schon, also diese ganze Firma. Ja. Ob das Halal ist von GMP und eine amerikanische Lizenz. Also wirklich so vom Konzept her, dass die jetzt aus Deutschland kommen, finde ich schon ziemlich krass. Vor allem eine australische Firma. Und ich werde echt davon echt mehr kaufen, weil es ist einfach geil. Es ist in Anführungsstrichen gesünder, weil kein Nikotin, kein Teer, kein Tabak. Das ist einfach geil. Das ist. Und ich finde es geil, weil es natürlich schmeckt. Also schmeckt nicht so wie die Steine. Und jetzt so oder Tabak ist einfach, man muss es probiert haben. Richtig. Es ist schwer zu beschreiben, weil es schmeckt einfach wirklich so, als würde man gerade die Früchte einfach essen, komplett frisch. Oh. Und ich bin echt mal gespannt, also ich werde definitiv noch ein bisschen mehr davon mir bestellen und ein bisschen rumprobieren. Mich interessiert auf jeden Fall dieser Doppelapfel und die pure Minze und Karotte. Ich werde eine Karotte bestellen. Ja, was auch interessant wäre, vielleicht Pfirsich oder so. Ja. Traube. Traube ist ja auch, ja. Traube. Genau. Und dann mit dieser Minze mischen. Richtig. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir uns noch mal ein bisschen mehr bestellen sollen und welche Sorten wir uns bestellen sollen. Dann können oder wir es gerne. Da vorne noch welche probieren sollen. Richtig. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können auch darüber ein Instagram-Video mal machen. Oder einfach mal live gehen. Genau. Schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr es haben wollt, ob in Form von Video, auf Insta, ob wir es mal live irgendwie jetzt Tasting machen sollen. Genau. Dann schreibt eure Meinung zu diesem ganzen Format hier. Dann mal schon mal unten in die Kommentare rein. Genau, wir rauchen jetzt, denke ich, einfach mal weiter, weil es echt geil ist. Genau, ich sage nochmal danke an Hooker Fruits. Dass ihr uns das gestellt habt. Und dass ihr uns dieses Video überhaupt ermöglicht habt. Genau, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.